Denn wir wissen insgeheim für uns alle, wir sind eine gute Mutter, so gut wir das eben können. So, es ist wieder Dienstag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es gibt eine neue Folge und zwar haben da schon ganz, ganz viele, glaube ich, drauf gewartet. Denn ich habe vor einiger Zeit auf meinem Instagram-Account Konfettikopf gefragt, was bedeutet für euch eine gute Mutter sein und was macht es aus? Wann kann man sich als eine gute Mutter bezeichnen? Natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und die würde ich super gerne heute mit euch teilen. Und ja, schaut einfach mal, ob ihr euch vielleicht in der einen oder anderen Ausdrucksweise wiederfindet. Ich habe mal so die wichtigsten Antworten habe ich mal so in 5 Kategorien versucht einzuteilen. Und die erste Kategorie ist auf jeden Fall so den richtigen Mittelweg zu finden zwischen Familie, Freizeit, Beruf, Haushalt, Partnerschaft und ja, gut, Familie beinhaltet ja die Kinder. Das ist ein Spagat, den wir alle machen müssen. Und da stimme ich natürlich den Frauen zu, die gesagt haben, ja, wenn du das schaffst, das auch hinzubekommen, dann bist du definitiv eine gute Mutter. Und natürlich auch dankbar zu sein für das, was man hat, was man mit der Familie, mit dem Beruf, mit den Kindern hat und nicht immer nach dem perfekten Leben zu suchen. Das ist nicht immer leicht und auch ich bin ein Verfechter, irgendwie sich das alles so schön wie möglich natürlich zu machen. Ich will nicht sagen, dass ich nach dem perfekten Leben suche. Dadurch ist es, glaube ich, viel zu durcheinander bei mir gewesen, also mit meinen ganzen Hin- und Her-Geschichtchen. Ich meine, ihr kennt es. Allein die Geschichte von Timo und mir ist sehr aufbrausend, würde ich jetzt mal sagen, also überhaupt nicht normal. Und von daher, trotzdem kann ich ja für mich sagen, dass das so perfekt ist, so wie das halt sein soll. Ja, Statement Nummer 2, Verständnis haben für die Kinder und alles auch so ein bisschen aus Kinderaugen zu sehen. Das fand ich auch sehr, sehr schön, was eine Followerin geschrieben hat. Auch mal wieder sich zu besinnen, dass die Kinder vielleicht Dinge ganz schön schwer finden und dass man sich dann auch noch ein bisschen zurücknehmen muss und dann auch einfach Verständnis zeigt für die Situation. Ich meine, für uns ist es komplett normal, wie Zähneputzen funktioniert. Ne? Wir wissen, wir machen hoch runter, wir kreisen, wir machen vor und zurück. Das sind ganz normale Bewegungsabläufe, die wir aber auch millionenfach und abermillionenfach einfach geübt haben. Für ein Kind ist das vielleicht schwer und dann verfällt man ganz, ganz schnell in den Satz zu sagen, hey, jetzt mach das doch jetzt mal so. Es ist doch nicht so schwer. Mal hier vor und zurück die Zahnbürste auf den Zähnen. Und der Ton wird manchmal vielleicht auch ein bisschen rauer, aber es ist vielleicht auch nicht ganz fair dem Kind gegenüber, weil es ist so schon schwer, Handkoordination dann auch noch im eigenen Mundraum. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ne? Aber das fällt mir auf jeden Fall so ein, wenn ich jetzt an Lene denke und wir so das Zähneputzen geübt haben, habe ich mich schon dabei erwischt zu sagen, das ist jetzt doch wirklich nicht schwer. Ne? Und dazu gehört, dass sie auch Kinder ernst nehmen. Also man sollte das nicht belächeln, was das Kind zu einem sagt. Wenn das super wichtig ist, dass das Brot in Dreiecke geschnitten wird, dann ist es so. Man muss nicht als Mutter jeden Kampf gewinnen und auch dieses Nachgeben und die Bedürfnisse des Kindes ernst nehmen, macht für mich auch eine gute Mutter aus. Punkt Nummer 3, das haben einige von euch geschrieben, nicht alle, aber einige haben das geschrieben, bedingungslose Liebe und wirklich alles Erdenkliche für sein Kind zu tun. Ja, kann ich so mitgehen. Ich glaube, das muss ich mir gar nicht antrainieren. Das ist ganz natürlich, dass man sein Kind bedingungslos liebt. Ich finde da immer einen sehr, sehr guten Satz und ich weiß gar nicht mehr, woher ich den habe. Ist nicht von mir, habe ich irgendwo geklaut. Man muss sich nicht immer, also gerade auch in der Partnerschaft, ne? Ich kann halt zum Beispiel sagen, ich liebe meine Kinder vollkommen. Aber ich kann sie nicht jeden Tag leiden. Und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt. Authentizität, das haben auch ganz, ganz viele von euch geschrieben. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass du als Mutter weiterhin authentisch bist.
Wenn dir irgendwas komplett auf den Sack geht und du bist genervt von einer Situation, wenn dein Kind dich bewusst zum Beispiel angelogen hat und du einfach enttäuscht und sauer bist, dann finde ich, sollte man das dem Kind auch zeigen. Das heißt ja nicht, dass ich mein Kind nicht liebe, aber ich bin vielleicht in dem Moment einfach sauer. Und natürlich hat das auch ganz, ganz viel mit Verständnis zu tun. Und wenn das heißt jetzt nicht, man muss dem Kind Liebe entziehen, aber man kann schon deutlich machen, so hey, das hat mich gerade verletzt, das hat mir wehgetan. Und unsere Kinder lernen ja auch nur Gefühle und starke Emotionen, wenn wir das denen vormachen. Wenn wir funktionieren wie eine Marionette des Systems und wie eine Puppe, bei der immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann funktioniert das so nicht. Dann kann das Kind auch gar nicht lernen, was bedeutet es, wütend zu sein. Was bedeutet es, traurig zu sein? Was bedeutet es, glücklich und positiv zu sein? Was bedeutet es, wenn ich eifersüchtig bin? Das sind alles sehr, sehr wichtige Emotionen und die sind wichtig für die Kinder, dass sie das halt auch mitbekommen. Super viele haben auch geschrieben, Geduld und Hingabe, Geborgenheit ist für euch auch so ein Indikator, dass man eine gute Mutter ist. Das finde ich halt auch. Ne? Wir sollten unsere Kinder halt abholen, gerade wenn sie durch anstrengende Phasen gehen müssen. Und das müssen sie leider auch. Sie bekommen definitiv alle eine Trotzphase, die einen halt mehr, die anderen weniger. Aber wir sind einfach verdammt nochmal dazu verpflichtet, unseren Kindern da rauszuhelfen. Das fällt Menschen leichter, die, ich sag mal, stärker mit ihren Emotionen umgehen können. Aber glaubt es mir, jede Mutter kommt an ihre Grenzen und das ist in Ordnung. Ich habe auch schon des Öfteren hier zu Hause gesessen und habe bitterlich geweint, weil ich nicht weiter wusste. Weil ich auch gedacht habe, so habe ich dich nicht erzogen. So sollst du gar nicht sein. Woher hast du das? Denn wir wissen insgeheim für uns alle, wir sind eine gute Mutter, so gut wir das eben können. Weil es hat uns keiner vorher gelehrt. Ich meine, das ist kein Ausbildungsberuf. Es ist jetzt nicht so, dass du dich einschreibst, zum 1.8. beginnt die Ausbildung, dann machst du die 3 Jahre und dann folgt natürlich die Schwangerschaft und dann bist du auch gut vorbereitet. Und es gibt ja auch keinen Plan A, der für jedes Kind funktioniert. Nein, wir werden ins kalte Wasser geschmissen in so vielen Situationen und verdammt nochmal, wir machen alle das Beste. Und ein Punkt, der ist jetzt auch mit der letzte hier auf der Liste und den haben sehr, sehr viele geschrieben und ich freue mich da wirklich drüber, dass ihr das alle so geschrieben habt, denn es geht um das Thema Selbstfürsorge und ja, auch an sich denken. Das klingt jetzt im ersten Moment total egoistisch, aber eine glückliche Mama ist auch eine gute Mama. Das heißt, ihr sollt an euch denken, ihr sollt an eure Bedürfnisse denken. Wenn ihr gerne, zum Beispiel so wie ich, gerne Sport treibt, dann solltet ihr das auch tun. Und die Kinder können super gut mitmachen oder ihr spannt halt den Partner ein und schaufelt euch wirklich Freiraum. Und dann heißt es auch mal, ich bin es gerade leid, hier im Kinderzimmer zu spielen oder im Garten zu spielen. Ich brauche jetzt mal 1 oder 2 Stunden für mich. Und dann entscheide ich ganz oft, dass ich halt irgendwie Sport mache. Ihr könnt euch mit Freundinnen treffen, ihr könnt was weiß ich machen. Und wenn ihr euch aufs Sofa sitzt und ein Käffchen trinkt, das ist völlig in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass ihr euch nicht zu Tode ackert, dass ihr nicht in dieser Mama-Schleife die ganze Zeit drin steckt. Denn ihr werdet unzufrieden und ihr werdet ausgelaugt und so funktioniert das System nicht. Denn auch wir sind, wie gesagt, keine Marionetten und irgendwelche perfekten Puppen, die ständig funktionieren. Wir brauchen auch Erholungszeit und wir brauchen auch Zeit für uns. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und ich hoffe, ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, denn dann soll es darum gehen, was ist eigentlich ein guter Vater.